Leichter Wind aus westlichen Richtungen und zum Glück ist es nicht so heiß. Meterhoch steigen die Staubfahnen, die die Mähdrescher hinter sich herziehen in den Sommerhimmel. Gut 90 Hektar groß ist das Feld zwischen Biederitz und Gommern. Und wenn es keine technischen Probleme gibt, dann haben die Kollegen der Agrobörde Grün ihren Acker in etwa 5 Stunden abgeerntet. Keine 10 Meter neben den brüllenden Motoren der Mähdrescher sucht ein Storch in den Stoppeln nach Mäusen und anderem Kleingetier. Immer wenn die Ernte läuft, dann brauchen die tierischen Bewohner der Felder einige Zeit, um sich an die schlagartig veränderten Umweltbedingungen anzupassen. Gute Gelegenheit für schnelle Beute. Wie immer haben die Landwirte Sorgen mit dem Wetter, zu wenig Regen. Und so sind die Erwartungen auch gar nicht so hoch. Gut 60 Doppelzentner Winterweizen vom Hektar ist die Prognose, die im Großen und Ganzen auch so eintreten wird. Aber die Qualität ist ein Problem. Als Brotweizen gesät, wird es sich nach genauer Prüfung sicher nur noch als Futterweizen verkaufen lassen. Das sind gut 2 Euro weniger Erlös für den Doppelzentner. Akzeptabel, aber schade. Am anderen Ende der Stadt, in Diesdorf, sind die Futtererbsen reif für die Ernte. Auch hier ist die Prognose nüchtern realistisch. Mit etwa 40 Doppelzentnern rechnen die Fachleute. Der Mähdrescher fährt langsam über den Boden. Trotz aller Vorsicht, immer kann ein Stein Schaden am Schneidwerkzeug machen. Herr Scholz, jetzt sehen wir als Laien auf Ihrem Erbsenfeld doch eine Menge grüne Pflanzen. Das ist wohl Unkraut. Wie kommt das dazu? Ja, wir hatten im Frühjahr späten Frost. Da wurde der Erbsenbestand hier frostgeschädigt, sodass diese Erbsenpflanzen den Boden nicht mehr komplett abdecken konnten. Und dadurch konnte sich natürlich diese Meldepflanzen hier könnten sich entwickeln. Jetzt erschwert das natürlich die Erntebedingungen. Haben Sie Probleme dadurch? Das erschwert die Erntebedingungen, aber hier unser Kollege mit den Mähdreschern, die kriegen das dann schon durch ihre Siebfolgen da in den Griff. Die Ernte ist im vollen Gange. Die Männer haben alle Hände voll zu tun und eine Bitte an alle Kraftfahrer. Sollten Sie einmal warten müssen, weil Traktoren oder Erntemaschinen auf der Straße unterwegs sind, das ist sie, die Zeit der Ernte. Bitte haben Sie ein wenig Geduld.